Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen. Ups, sorry, mein PX21 Headset spackt mal ein bisschen rum. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. YouTubeGamescom ist wieder hier. Und ich freue mich, dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt, meinen Kanal nicht deabonniert habt. Ich finde das richtig geil von euch und das möchte ich einfach nochmal hier an dieser Stelle sagen. Vielen Dank. Ich habe noch keine PlayStation Plus Karte, sage ich euch ganz klar. Habe ich noch nicht und werde ich wahrscheinlich erst ab September dann loslegen, dass ich dann anfange online zu spielen. So, ja genau. Auf YouTube hat sich einiges geändert. Ich habe mein Profilbild geändert. Ich hatte ja früher Kate Moss drin. Also diese GTA Kate Moss Lady oder diese Frau da. Und auf jeden Fall habe ich das auf jeden Fall geändert und habe jetzt halt einfach mein Bild drin. Mit etwas längeren Haaren, mit ein bisschen mehr Bart. Und ich habe dieses Jahr noch nicht beim Friseur und werde auch meinen Bart nicht schneiden bis Ende des Jahres. So. So, so sieht's aus. So, ich lebe den deutschen Traum des Zockers. Also, jetzt mach was beiseite. Auf jeden Fall. Ich freue mich mega, wieder mit YouTube zu beginnen. Ich werde natürlich auch Real-Life-Videos machen mit meiner neuen 720p Logitech-Kamera und natürlich auch GTA Let's Plays. Das wird natürlich auch kommen. Ich freue mich schon mega drauf. Und ja, könnt auf jeden Fall gespannt sein. Und wer noch nicht mich geaddet hat auf der PS4, ja, der kann das jetzt tun. Einfach YouTube Gamescom auf der PS4 adden. Ja, mein Gamertag ist oben in der Videobeschreibung und unten auch nochmal zu sehen. Genau. So, was mache ich jetzt hier? Was soll ich im Singleplayer schon tun? Großartig. Leute, was soll ich tun im Singleplayer? Ich könnte hier rumlaufen, die ganze Zeit irgendwas erzählen. Ja. Und, ja. Keinen killen, aber das ist Grand Theft Auto. Und ihr wisst, Grand Theft Auto, da muss ich schon auf irgendwelche Bullen drauf. Da muss ich schon irgendwelche Leute töten oder irgendwas machen. Irgendwas muss ich doch tun, Leute. So. Ich habe wirklich geile Abonnenten. Ihr seid wirklich richtig klasse. 2012 fing ich ja mit YouTube an, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht mehr sicher, war es 2012. Ihr seid teilweise ja besser informiert als ich. Auf jeden Fall, ich bin schon, ja gut über 3 Jahre auf YouTube. 3 Jahre auf YouTube und da hat man wirklich gesehen, wie ich mich auch entwickelt habe. Damals habe ich noch ein Headset geschrien. Damals hatte ich überhaupt kein Headset. Ich habe nämlich mit dem Handy aufgenommen. Aber das erzähle ich irgendwann mal anders, andermal in einem anderen Video, ne? Und ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe übrigens die negative und die positive Bewertung abgeschalten. Das liegt nicht daran, dass ich, also mich interessiert das eigentlich nicht, ne? Aber, also mich interessiert schon, wenn ich auf meinen Kanal gehe und dann nur Dislikes hier, habe ich auch keinen Bock mehr auf YouTube. Deshalb habe ich einfach beschlossen, das zu entfernen, dass man also nicht mehr liken kann. Kommentieren schon noch. Und wenn dann noch irgendwelche Trolle kommen, die meinen, mich zu beleidigen, ja, die blockiere ich dann einfach. Die müssen sich halt einen neuen Google Plus Account erstellen. Können mich dann nochmal beleidigen. Blockiere ich dann nochmal. Können nochmal einen Gmail Account machen. Der Google Plus Account und dann blockiere ich die nochmal. So einfach, Leute. Ich blockiere die Leute, die mich beleidigen. Dauerhaft. Melden tue ich die auch noch. Und ja. Mann, Mann, Mann. Ihr seid echt geile Abonnenten, ehrlich. Und ich will noch jedem YouTuber auf den Weg geben. Sorry, mein PX21 Headset spackt. Auf den Weg geben. Jedem YouTuber, dass er niemals aufgeben sollte. Wie schon gesagt, lebe deinen Traum. Ob das jetzt bei YouTube ist, oder was weiß ich. Lebe deinen Traum.
und auch kleine YouTuber, gebt nicht auf. Eure Videos werden geschaut. Nur weil die Leute nicht kommentieren, heißt es nicht, dass die Leute eure Videos nicht schauen. Und bleibt ehrlich bei euren Videos. Verstellt euch nicht, wie viele andere YouTuber. Und kopiert auch keine anderen, größeren YouTuber. Das ist mein Tipp, den ich euch auf den Weg geben kann. Bei mir gibt es ja 100% werbefreie Videos. Das heißt, ich mache keine Werbung. Ich habe zwar über 1000 Klicks am Tag und das wird sich für mich natürlich schon rentieren, da ich schon mehrere hundert Euro mit YouTube auch schon verdient habe. Und auch noch mehrere hundert Euro pro Jahr verdienen könnte. Aber ich möchte das nicht, weil ich das Geld nicht will. Weil ich euch werbefreie Videos geben möchte. So sieht's aus. So, haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 4 und ciao.